Joho, Kritzelpixel-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kritzelpixel. Heute wird getuscht. Falls ihr euch daran erinnern könnt, in der letzten Folge von meinem Inktober-Video habe ich mit diesem Lami-Füller gemalt. Das hat nicht so gut funktioniert, deswegen habe ich mir Ersatz besorgt. Räumen wir also schnell auf und holen den Ersatz raus. Richtige Tusche, echte Tusche. Ein Kalligrafie-Set mit drei Federn, einem Federhalter, einem Pinsel und etwas Tusche. Tja, und weil das noch nicht genug war und mir Amazon so viele coole Sachen vorgeschlagen hat, habe ich noch mehr bestellt, weil ich sowieso sowas mal wieder haben wollte und ich... Micron Pants! Yay! Endlich! Und ein Stabilo Rollfüller. Der hat keine Füllerspitze, sondern so eine Kugelschreiberspitze. Aber man kann normale Tinte reinpacken. Aber nicht solche Tinte. Das ist richtig coole Tinte. Das sind Tintenfässchen in verschiedenen Farben. Oh, ich kann es kaum abwarten. Okay, Leute. Los geht's! Packen wir erstmal das Kalligrafie-Set aus. Ich hatte sowas schon mal. Ich hatte auch ganz coole Federn. Aber ich habe keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Und ich glaube, die sind auch ganz schön im Eimer gewesen. Das ist über 10 Jahre her, dass ich analog gemalt habe. Und man sieht es momentan auch, dass mir da die Kreativität fehlt. Generell möchte ich an meiner Kreativität arbeiten, weil ich einfach mich schon lange nicht mehr mit Design und mit dem Füllen eines Bildes in ansprechendem Maße beschäftigt habe. Also digital kann man ja doch eine Menge tricksen, rumschieben und machen und tun, aber analog... Puh, da muss man schon mal ein bisschen planen. Und an dieses Planen möchte ich wieder ran. Also schnappen wir uns wunderschöne bunte Tinte, einen tollen Federhalter und probieren einfach mal aus, wie sich's damit schreibt, wie sich's damit malen lässt. Ich mag Kalligrafie-Spitzen sehr gerne auch zum Malen, da ihre breite Textur je nach Winkel ja überraschend dicke und dünne Linien zaubert. Zum Schreiben ist natürlich... Also das ist natürlich super schön. Selbst ich habe damit eine schöne Handschrift. Also ich kann es nur empfehlen, das Kalligrafie-Set war nicht sonderlich teuer, wenn ihr selber mal einen schönen Brief schreiben wollt und eure Handschrift ist eigentlich nicht dafür gedacht. Das wertet alles auf, weil ich habe ja nur wirklich die hässlichste Sauklaue der Welt und selbst meine Schrift sieht damit gut aus. Und man kann recht schnell schreiben. Die Federn kratzen auch nicht so doll. Es gibt ja bessere Qualität, möchte ich gar nicht bestreiten, aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist das super. Und natürlich kann man sich noch Tintenfässer dazu kaufen mit bunten Farben, wenn man möchte. Auch wenn das Ganze mehr zum Malen gedacht ist. Ich mag Tusche zum Malen. Sie ist sehr wasserfest, trocknet wahnsinnig schnell, hat ein etwas anderes Mischverhältnis als Aquarellfarben es haben oder andere Wasserfarben. Und man kann auch damit in Kombination gut arbeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Unterlage ein bisschen nass gemacht und nutze aus, dass die Farbe dann darin verläuft, um besondere Texturen und Effekte zu haben. Ich mag Tusche einfach wahnsinnig gerne. Zeichentusche hat eine ganz besondere Wirkung. Gut, fertig mit der Zeichentusche. Schnappen wir uns die Micron Pens. Die probiere ich jetzt mal auf ganz normalem Presspapier aus. Die Micron Pens sind wunderbar zum Zeichnen von Outlines, die eben auch gefüllt werden sollen mit Wasserfarbe. Das gibt da dicke wie dünne Spitzen, auch eine Pinselspitze mit in diesem Set dabei. Und ja, die sind einigermaßen wasserfest. Auf dem Papier nicht so gut wie auf anderem Papier, aber ich habe vielleicht auch nicht lange genug gewartet oder ich habe auch zu viel Wasser genommen. Jetzt probiere ich noch diesen Stabilo Tintenroller aus. Ich muss sagen, zum Malen sehe ich da kein Potenzial, aber zum Schreiben. Ich schreibe wahnsinnig gerne mit Tinte, allerdings kriege ich mit einem Füller immer so eine Krampfhaltung. Also ich weiß nicht, mit dem Lami-Füller hatte ich immer Schmerzen in der Schule. Wenn ihr das auch habt, wenn ihr auch dann zu hart aufdrückt oder zu verkrampft ihn haltet oder zu kratzt, ey, das ist großartig. Dieser Tintenroller ist zum Schreiben so viel angenehmer, so viel weicher. Allerdings, wenn ich Skizzen mache, dann glaube ich, bleibe ich bei einem Kugelschreiber. Oh, ich liebe es, mit dem Kugelschreiber zu arbeiten. Ich bin immer noch auf der Suche nach Kugelschreibern, deren Stiftfarbe nicht so sehr verschmiert, die man auch nutzen kann, um sie eventuell später mit Aquarellfarben anzumalen. Aktuell habe ich da noch nichts gefunden. Wenn ihr da was wisst, schreibt es in die Kommentare. So, das ist doch ein wunderbares Set. Man kann natürlich diese Tinte da auch einzeln kaufen. Die Micron Pens sind natürlich kein Muss, aber es ist eine schöne Anschaffung. Das Kalligrafie-Set kann ich jedem nur empfehlen. Das war nicht sonderlich teuer. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie diese Tinte in Action aussieht, dann schaltet beim nächsten Inktober-Video wieder ein. Da male ich nämlich dieses Bild hier an. Das ist die kleine schnelle Skizze dazu. Divided war da das Thema vom 2. Oktober. Und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen als danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare, für euer Feedback, für eure Ideen. Ihr dürft mich gerne unterstützen auf meiner Tippi-Seite. Vollkornhonig heiße ich da. Ansonsten
lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche.